Hallo und herzlich willkommen bei Emmas Lieblingsstücke. Ich möchte euch heute diesen kleinen quadratischen Makramee-Coaster zeigen. Der geht wirklich total schnell und ist auch echt sehr, sehr einfach. Er wird nur mit dem Ankerknoten und dem Kreuzknoten bzw. dem versetzten Kreuzknoten gemacht. Ich habe hier 3 mm Garn verwendet und ihr braucht für den Mini-Untersetzer 8 Fäden à 85 cm und ein Holzstäbchen zum Anknoten. Meins ist jetzt 5 mm dick. Wie ihr das Ganze vergrößern könnt, sage ich auch nochmal am Ende vom Video oder ihr schaut einfach unten in die Videobeschreibung. Und jetzt fangen wir erstmal an. So, ich werde jetzt erstmal meine 8 Fäden gemittelt an meinem Holzstückchen hier befestigen und zwar mit dem Ankerknoten. Ich gehe dafür mit meiner geschlossenen Schlaufe hier über das Holzstück, greife von hinten durch die Schlaufe und ziehe mir die beiden Fäden durch die Schlaufe nach hinten weg. Jetzt haben wir hier einmal den Ankerknoten gemacht und das machen wir jetzt mit all unseren 8 Fäden, also den insgesamt 8. Also mit der Schlaufe hier oben drüber gehen, von hinten durch die Schlaufe greifen und die Endfäden einfach nach hinten durchziehen. Jetzt machen wir hier oben insgesamt 4 Kreuzknoten hin und für den Kreuzknoten nehmen wir uns jeweils 2 Stränge und das in der Mitte, die beiden Fäden, das ist der Mittelstrang und mit den beiden äußeren wird jetzt geknotet. Ich lege mir dafür einmal mit dem linken Faden eine Schlaufe auf der linken Seite, dann den rechten Faden über den linken und gehe mit diesem rechten Faden hinter dem Mittelstrang durch die Schlaufe auf der linken Seite wieder raus. Und das ziehe ich mir fest. Macht auf jeden Fall die Kreuzknoten in der ersten Reihe oben wirklich gut fest. So, jetzt machen wir den Kreuzknoten natürlich noch zur anderen Seite, also wir brauchen ja noch den zweiten Teil. Also dieses Mal die Schlaufe dann rechts, den linken Faden über den rechten und damit dann hinter dem Mittelstrang durch die Schlaufe auf der rechten Seite wieder rausgehen. Jetzt haben wir einen Kreuzknoten fertig und das machen wir jetzt hier mit den restlichen auch noch, also hier wieder die 4 Fäden, der Mittelstrang und die beiden Arbeitsfäden. Ich lege mir links die Schlaufe, den rechten Faden über den linken und gehe damit hinter dem Mittelstrang durch die Schlaufe auf der linken Seite wieder raus und mache das Ganze nochmal zur anderen Seite, also Schlaufe hier rechts, linken Faden über den rechten und damit dann hinter dem Mittelstrang durch die Schlaufe wieder rausgehen. So, jetzt haben wir hier unsere 4 Kreuzknoten gemacht und jetzt kommt die zweite Reihe, da machen wir dann nur 3. Wir machen also den Kreuzknoten jetzt im Versatz. Ich schiebe das mal kurz etwas auf Seite und dafür werden wir jetzt von jedem dieser beiden Kreuzknoten hier die innen liegenden benachbarten nehmen und einen neuen Kreuzknoten damit machen. Also wie gesagt, der versetzte Kreuzknoten. Hier diese beiden Fäden, die bleiben jetzt einfach hängen. Die benutzen wir erst in der dritten Reihe wieder. Also jetzt kommt hier der versetzte Kreuzknoten hin. Genau das gleiche wie eben, Mittelstrang, Arbeitsfäden. Schlaufe links, rechten Faden über den linken und hier raus. Jetzt haben wir im Grunde diese beiden Kreuzknoten oben schon mal verbunden. Und jetzt arbeiten wir uns hier einfach weiter vor. Also hier an dem Kreuzknoten haben wir ja noch 2 Fäden. Und dann nehmen wir uns die beiden von dem nächsten Kreuzknoten, haben jetzt wieder 4 Stück und verbinden die. Und der nächste Kreuzknoten entsteht genau hier zwischen. Hier hängen jetzt wieder die beiden Fäden, die kommen auch natürlich erst in der dritten Reihe.
So, jetzt nehmen wir uns hier diese vier Fäden, also von diesen beiden Kreuzknoten, und machen in dieser Reihe dann insgesamt wieder vier versetzte Kreuzknoten, und so wechselt es dann immer ab. Ich zeige euch das jetzt hier nochmal. Hier entsteht nämlich jetzt so eine Schlaufe, und versucht die auch nicht irgendwie möglichst klein zu ziehen, die brauchen wir nämlich noch. Also einfach ganz normal weiter knoten. Also jetzt haben wir hier wieder unseren Knoten gemacht, nehmen uns hier wieder die nächsten vier Fäden und machen das jetzt so weiter. In dieser Reihe sind es jetzt ja vier Kreuzknoten, dann sind es wieder drei, dann wieder vier, und wir machen insgesamt 9 Reihen davon, und wir beenden das Ganze auch mit einer Reihe, wo wir 4 Kreuzknoten machen, und ihr müsst dann am Ende von diesen Schlaufen auf jeder Seite 4 Stück haben. Also jetzt kommt hier die vierte Reihe. Ich nehme ja wieder hier von jedem dieser beiden Kreuzknoten diese mittleren 2, die benachbarten, und hier die beiden, die bleiben wieder hängen. Und so geht das jetzt, bis wir die 9 Reihen gemacht haben, und dann sehen wir uns gleich wieder. Und wenn ihr jetzt alles richtig gemacht habt, dann habt ihr jetzt halt hier diese 4 Schlaufen, und hiermit beenden wir das jetzt auch. Zieht die Reihe hier noch mal richtig feste nach, so, und jetzt können wir uns hier die Fäden hier unten abschneiden, also ungefähr so lang wie die Fransen nachher sein sollen. So, und diese Endfäden, die brauchen wir jetzt noch. Die werden wir nämlich jetzt hier an diesen Schlaufen befestigen. Und zwar einfach nur mit dem Ankerknoten. Und ich werde mir jetzt tatsächlich meine Häkelnadel zur Hilfe holen. Also ich lasse es jetzt mal hängen. Ihr macht den ganz normalen Ankerknoten, wie wir ihn eben auch hier oben gemacht haben. Ich gehe mal mit meiner Nadel da rein und hole mir die Fäden hier von oben mal durch, beziehungsweise hier diese geschlossene Schlaufe, die ist jetzt hinten. Und ich greife jetzt auch wieder von hinten rein mit meinen dicken Fingern. Deshalb auch die Häkelnadel. Himmel. So, und dann ziehen wir uns das hier richtig fest. Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr jetzt die Schlaufe da nicht irgendwie riesengroß zieht. Könnt ihr mal versuchen, einfach doch mit meinen Fingern da durchzukommen. Also das, ja, so. Also hier hinten ist jetzt die Schlaufe, und ich hole mir die beiden Endfäden einfach hier durch und halte mir das hier mal fest, und dann ziehe ich die richtig fest hier dran. Und auch das macht ihr jetzt mit den restlichen 6 Schlaufen hier. Ich sehe schon, das wird wieder schwer. Also einfach von oben mit der Schlaufe durchgehen und die Fäden dann durch die Schlaufe ziehen.
Also ihr habt jetzt, das sieht man bei dem Garn halt nicht ganz so gut, aber ihr seht halt, der Knubbel von dem Ankerknoten ist genauso vorne wie hier oben. Und das machen wir jetzt mal mit den restlichen Fäden. So, ich habe jetzt alle Fäden dran gewurstelt und ziehe mir die jetzt gleich nochmal nach, wenn ich das hier abgenommen habe. Denn wir können uns das jetzt hier einfach von dem Holzstab runterschieben. Und dann schneiden wir uns hier die Schlaufen einfach alle auf. Und dann müssen wir eigentlich nur noch das Ganze schön kämmen und schneiden und kämmen und schneiden und ja, bis das Ganze dann halt eben richtig schön aussieht, was es momentan noch nicht gerade tut. Ich kürze mir jetzt die Fransen schon mal so ein bisschen. Und wenn ich kämme, dann halte ich mir auf jeden Fall die Kreuzknoten hier oben mal ein bisschen fest. Und dann kommt meine Sprühstärke. Und ich sprühe das von beiden Seiten ein und das mache ich auch zweimal. Also kämme dann jetzt nochmal und dann sprühe ich es nochmal ein. Und dann werden nämlich die Fransen richtig schön buschig, auf jeden Fall hier bei mit diesem Garn. Also ich glaube, die verdoppeln wirklich ihr Volumen. Also je besser ihr kämmt und irgendwie nimmt das tatsächlich mehr Zeit in Anspruch als das Knoten, aber je besser ihr das macht, desto schöner werden die Fransen nachher auch. So, der Untersetzer ist fertig. Ich habe jetzt wirklich relativ lange gekämmt und geschnitten und ja, er ist halt relativ klein. Ich werde mein Glas mal draufstellen, dafür reicht es auf jeden Fall. Kann man jetzt, glaube ich, sehr gut erkennen. Die nächste Größe wäre halt diese hier. Das ist dann, ich glaube, 9x9 cm plus Fransen und das ist halt nur 7x7. Ein Zwischending ist da halt nicht möglich, es sei denn, ihr macht es mit einer anderen Garnstärke. Hier bei dem habe ich ja mein normales Makramee-Garn genommen. Das ist halt nicht ganz so buschig wie dieses hier und deshalb habe ich hier auch in diesen Schlaufen, die sich hier gebildet haben, wo wir die Fäden angeknotet haben, da habe ich die Fäden immer doppelt genommen. Und hier habe ich sie halt einfach genommen, das reicht mir, aber hier sah man halt, dass es einfach weniger Fäden sind und es soll ja, wenn dann auch, gleichmäßig sein. Ja, was euch da jetzt besser gefällt, ob ihr lieber irgendwie hier so einen großen Untersetzer möchtet oder ob ihr sagt, ein kleiner reicht mir auch, es passt auch eine Flasche Bier drauf, dann ja, könnt ihr ja einfach mal gucken. Wenn ihr das Ganze größer machen möchtet, dann müsst ihr immer in Viererschritten vergrößern. Also wir haben hier 8 Fäden genommen und 9 Reihen geknotet. Hier haben wir 12, oder ich vielmehr, habe hier 12 Fäden und 13 Reihen geknotet. Und so geht das dann immer weiter. Also das nächste wäre dann halt 16 und 17 Reihen und 20 und 21 Reihen. Und so kann man das halt einfach ganz gut erweitern und ja, ich hoffe, euch gefällt dieser kleine Untersetzer.